Guten Morgen. Es ist 7.25 Uhr. Ich habe tatsächlich bis gerade geschlafen, mit einer Unterbrechung ganz kurz heute Nacht gegen 3. Und ja, so lange habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Ein gutes Zeichen, dass ich mich gestern ausgepowert habe. Wie ihr sehen könnt, sieht es wieder super aus, soll auch ein guter Tag werden. Und ich werde mich jetzt erstmal fertig machen, frühstücken und so weiter und dann wahrscheinlich direkt von hier aus mit dem Fahrrad loslegen. Also, bleibt dran, wir sehen und hören uns gleich. So, ich roll jetzt Richtung Lillesand. Ist doch ein bisschen später geworden. Auf dem Plätzchen, wo ich stand, sind noch zwei Mädels gekommen mit einem baugleichen Fahrzeug, auch selbst ausgebaut. Da haben wir uns erstmal ein bisschen ausgetauscht und schon waren wir da 1,5 Stunden und 2 Kaffee rum. Aber es ist halt Urlaub, ne? Muss man auch mal so sehen. Was mir mehr Sorgen macht, meine Speicherkarte hat den Dienst quittiert. Ich hoffe, dass die Daten nicht irgendwie zerstört sind. Wäre mehr als ärgerlich. Ich werde jetzt mal hier vor Ort schauen, wo ich noch Ersatz bekomme, weil ich nur 2 Karten mitgenommen habe, in der Hoffnung, das funktioniert. Aber ich denke, ich brauche noch eine weitere, mindestens. Aber jetzt erstmal nach Lillesand rein. Fließt so ein schöner Fluss, der auf der anderen Seite einen ganz schönen Lauf durch die Felsen hat. Zeige ich euch gleich mal. Da unter der Brücke kommt er her. Ich will jetzt hier nicht durchlatschen, hier ist gerade frisch eingesät, so wie es aussieht. Aber zumindest so am Rand kann man hergehen. So. Wie gesagt, da fließt er her, nimmt dann dort seinen Lauf und dann hier durch dieses schöne felsige geht es weiter und läuft dann da in den Fjord rein. Traumhaft schön. Das wäre so eine Badewanne für abends hier. Also Lillesand an sich macht erstmal einen sehr modernen Eindruck mit vielen Neubauten. Mal sehen, was da noch kommt. Mein erster Weg führt jetzt hier Richtung Kirche. Dafür soll der Ort nämlich auch bekannt sein, dass er hier so eine schöne Kirche direkt oben auf dem Hügel hat. Und es sieht sehr gut aus. Ja, diese Kirche ist natürlich auch super in Schuss gehalten. Ich muss jetzt gerade mal von der Seite filmen, weil von vorne genau die Sonne so blendet, dass man kaum was erkennt. Aber den Berg hoch werdet ihr die Front schon einigermaßen erkannt haben, hoffe ich. Von der Kirche aus rolle ich erstmal Richtung Wasser. Hier sind solche Windböen. Mir hat es da oben gerade das Fahrrad wieder oben geworfen. Da so von jetzt auf gleich kommt das hier manchmal. Natürlich wieder auf die rechte Seite des Ledersattels. Der muss ganz schön leiden. Ist erst der 2. Sturz, aber man sieht es deutlich. Naja, ist halt so. Besser der Sattel als ich. Muss man ja mal von der Seite wieder sehen. Hier an diesem kleinen Bootsanlegern ist ein Spielplatz, ein Picknickplatz. Und da gehe ich jetzt erstmal ins Wasser, um einen kurzen Überblick zu erhalten. Hier steht eine Mine. Jetzt denkt man natürlich erstmal, oh, im Krieg und so weiter. Nein, hier ist nochmal schön erklärt, die Minenkanone in Lillesand. Die Minenkanone in der Hanseanlage ist aus 2 Minen aus dem Ersten Weltkrieg hergestellt. Sie stand ursprünglich in Hafnetomta gegenüber dem Hotel Norge. In den 90er Jahren wurde sie in der Hanseanlage aufgestellt. Wie viele andere Küstenstädte hatte auch Lillesand eine solche Sparbüchse für Spenden. Sie wurde vom hiesigen Seemannsverein gestiftet und errichtet und am 21. November 1920 enthüllt. Ist doch schön, sowas mal als Spardose zu sehen. Und jetzt gehe ich mal auf das Stühlchen, wo ich schon die ganze Zeit draufhalte beim Erzählen. Man hat hier einen herrlichen Blick ins Wasser und sieht sogar etwas größere Fische. Ich hoffe, ihr erkennt das mit der Spiegelung und ganz viele kleine Quallen. Sehr schön. Aber jetzt erstmal aufs Stühlchen.
gar nicht, upsala, gar nicht so einfach. Aber ich sitze. Und man sitzt gut, muss ich sagen. Hier mal der kleine Schwenk. Ich werde nachher da auf der gegenüberliegenden Seite auch noch herradeln und dann die andere Hälfte hier zeigen. Aber so hat er erstmal einen schönen Überblick. Auch hier wieder so die schönen Häuser, wo das Museum untergebracht ist, hier zum Beispiel im Bild. Dann diese ganzen klassischen Weißen wieder. Und in der Ortsmitte, mehr oder weniger, natürlich ein Anker, so wie es sich für Orte an der Küste gehört. Und ab hier ist Fußgängerzone, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt. Mit herrlichem Blick raus auf die Schären. Da muss ich auch noch mal kurz schwenken. Immer wieder diese kleinen Parks, damit man auch hier ein bisschen verweilen kann. Und diverses an Geschäften. Bekleidung, Gastro, Gedönse, was man so nicht brauchen kann, aber haben möchte. Und hier sitzt man mehr oder weniger direkt am Hafen. Zum schönen kleinen Pavillon, wo auch eine Ausstellung drin gezeigt wird, an den Seitenwänden, was das ganze Regional hier so betrifft. Dort auch eine Terrasse direkt am Wasser bzw. im Wasseranteil. Hier geht es Richtung Gästhafen, was sich so lesen ließ wie Gästehafen. Da schaue ich auch mal, weil ich doch spätestens morgen oder übermorgen mal mein Frischwasser auffüllen muss. Ja, dieser Gästehafen bezog sich mehr oder weniger wirklich auf Hafen, aber auf der gegenüberliegenden Seite sehe ich gerade, ist so ein riesen Wohnmobilstellplatz. Da fahre ich gleich nochmal vorbei und schaue mal, ob ich da Frischwasser kriege. Ansonsten gibt es bestimmt auch noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie steil das hier gerade hochging. Und das nur, weil ich euch eigentlich einen Schriftzug zeigen wollte. Der ist hier so oberhalb der Felsen, wie der Hollywood-Schriftzug, bloß mit Lillesand. Kommt aber irgendwie nicht hin. Mit dem Rad. Habe aber dann das hier entdeckt. Künstlich angelegt. Der Stau auf jeden Fall. Aber das macht es nicht weniger schön, das wisst ihr. Und keinerlei Ausschilderung, dass es das hier oben gibt. Ich kletter mal so ein bisschen hier über die Steine, damit ihr das auch da seht. Wunderschön. Ein paar Meter weiter an dem Stein hier vorbei kommt da unten ein schöner Seerosenteich. Und hier sind solche Zettelchen aufgehangen, wie so ein Trimm-dich-Pfad, den wir so aus den 70er, 80er Jahren kennen in Deutschland. Auch schön. Aber Trimm dich brauche ich nicht. Ist schon fordernd genug hier. Aber ich sag's jedes Mal, es lohnt sich, es lohnt sich und es lohnt sich. Ja, ich behaupte mal, ich bin jetzt hier so ziemlich am höchsten Punkt und schwenke einmal so herum, damit man auch mal einen Eindruck hat, dass dieses Örtchen, was den Hauptort angeht, doch recht klein ist. Rundum sind noch ein paar Wohnsiedlungen, aber viel mehr auch nicht. Aber lohnt sich auf jeden Fall für einen Kurztrip, mal eben auf dem Weg anhalten, sich alles anschauen. Sehr schön. Ich habe es doch noch gefunden. Lillesand. Wie ich vorhin sagte, sieht aus wie in Hollywood.
Nur viel schöner. Hier natürlich. Hier nochmal ein schöner Blick raus Richtung Küste. Und hier einmal der Blick dann über diesen Wohnmobilhafen, der zwar toll gelegen ist, aber hier riecht es extrem nach Kraftstoff, also möchte ich auch nicht die ganze Zeit stehen müssen. Ja, mit Blick auf das schöne Örtchen Lillesand würde ich sagen, ich ziehe weiter, weil ganz viel mehr gibt es jetzt hier nicht so zu sehen.